Wer sich für eine Griffleiste entscheidet, entscheidet sich für einen sehr modernen Griff. Doch dieser Griff alleine ist nicht die Optik, die hier entscheidend ist, sondern ganz simpel folgende Situation. Wir haben eine Küche, in der wir einen Schrank haben, in diesem Fall einen Kühlschrank, der seitlich aufgeht. Wir haben einen Eckschrank, der seitlich aufgeht. Und trotzdem ist es eine homogene und auf die Mitte zentrierte Optik. Das heißt, wir haben keinen Griff an der einen, keinen Griff auf der anderen Seite, sondern wir sehen eine ganz ruhige, gleichmäßige Linienführung. Das zweite ist eine ganz einfache praktische Sache. Wir stellen uns vor, wir putzen die Front und ganz simpel, indem wir diese Front putzen, müssen wir in keinen einzigen Griff, wie es sonst einfach ist, herumputzen. Es hat in dem Sinne den Vorteil, dass wir eine reduzierte Optik und eine erhöhte Putzfreundlichkeit haben. Kommen wir zu noch einem Punkt und zwar ganz simpel. Dieser Griff steht nur ein wenige Zentimeter heraus. Das heißt, laufe ich an der Küche vorbei, ist es mir so gut wie unmöglich, an diesem Griff hängen zu bleiben und mir mein Hemd, eine Bluse oder sonstiges dann entsprechend mit einzureißen. Und gerade bei Auszügen ist es doch oftmals so, dass wir nicht immer perfekt in der Mitte davor stehen, sondern wir stehen halt oftmals auch seitlich und wollen trotzdem in den Auszug. Küchenschränke, die mit einer Griffleiste versehen sind, bieten mir die Möglichkeit, rechts, links oder mittig entsprechend anzufassen, die Front dabei zu schonen und zusätzlich bieten sie beim Einräumen einen Schutz, wenn ich von oben etwas in den Schubkasten hineintun möchte, indem die obere Kante ganz simpel noch einmal geschützt ist. Buche bei uns einen unverbindlichen Planungstermin, denn wir lieben Küchen.